Es gab ja 1941 auch einen weniger bekannten Befehl, aber nicht minder schrecklich als der Kommissarbefehl, der sogenannte Erlass über die Kriegsgerichtsbarkeit. Straftaten der Soldaten im Bereich des Ostens, Ostfeldzuges, sollten nicht kriegsgerichtlich geahndet werden. Haben Sie davon etwas mitbekommen? Eigentlich nur indirekt, indem man beobachtete, dass Soldaten der eigenen Einheit, die irgendwelche Schweinereien machten, letztlich nicht belangt wurden. Was hat man da gedacht, wenn man sieht, die können sich hier benehmen, wie sie wollen? Es gab ja Regeln der Kriegsführung, Haager Landkriegsordnung. Es gab im ersten Winter in unserer Einheit einen jungen Soldaten, der immer für die Rückführung von Gefangenen eingesetzt wurde. Später hörten wir, dass er nach einem Kilometer eine geballte Handgranatenladung in den Trupp warf und dann kehrte er zurück und die Gefangenenrückbringung war erledigt. Das löste ganz große Empörung aus, vor allem deswegen, weil wir uns an den fünf Fingern abzählen würden, dass man es mit uns genauso machen würde, wenn wir in Gefangenschaft kommen würden.